An Pessach erinnern sich Juden an die Flucht der Israeliten aus Ägypten. Laut Überlieferung befreiten sie sich vor rund 3500 Jahren aus der Sklaverei des Pharaos. Weil die Israeliten Hals über Kopf aufbrechen mussten, blieb keine Zeit, den Teig für Brote aufgehen zu lassen. Deshalb essen gläubige Juden an Pessach nur ungesäuerte Brote, also solche ohne Hefe, die nicht aufgehen, die sogenannten Matzenbrote. Alle anderen gesäuerten Teigwaren wie Brot und Nudeln müssen aus dem Haus verschwinden. Sie sind über Pessach unkoscher, also nicht erlaubt. Auch Bier gehört dazu, denn das besteht ja aus gegorenem Getreidebrei. Eine weitere Regel besagt, dass alle Kochgegenstände wie Töpfe und Pfannen, die mit gesäuertem Kontakt haben, gekaschert werden müssen. Also penibel gereinigt, abgekocht oder sogar mit Feuer erhitzt. Das Pessachfest dauert 7 Tage und beginnt immer mit dem sogenannten Seder-Abend. An ihm gibt es Speisen, die an die Ereignisse des Auszugs aus Ägypten erinnern. Zum Beispiel die ungesäuerten Matzenbrote, geröstetes Lamm und bittere Kräuter mit Meerrettich, die an die Bitterkeit der Sklaverei erinnern sollen. Pessach ist übrigens auch eng verbunden mit dem christlichen Osterfest. Laut Neuem Testament war das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung feierte, ein Pessachmahl.